Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Hier meine lockere Top 5 der Schachcomputer. Also nicht ganz so ernst zu nehmen, aber wir sind doch meine Top-Schachcomputer. Hier als erstes der Sargon 2.5, beziehungsweise eher Sargon 4. Und als Emulator spiele ich da sehr gerne gegen. Bei den Originalgeräten weiß ich nicht, inwieweit die Spielstärke da gegeben war. Ob man dafür adäquate Züge schon minutenlang warten musste. Man kann den Emulator hier einfach beschleunigen oder per DGT-Brett dagegen spielen. Jedoch ein schönes Gerät. Ich mag das schlichte Design dieses Gerätes. Das ist das, was ich am meisten daran mag. Ich weiß nicht, wie die Bedienung war. Rechts sieht man ja die Knöpfe, die auch bei den Elites geblieben sind. Die hatten ja auch so eine Buttons dann rechts daneben. Auf jeden Fall ein schön schlichtes Gerät. Gefällt mir. Und hier noch ganz kurz der Elite. Natürlich nicht in der Originaldarstellung. Das ist natürlich nur schematisch dargestellt. Das Emulator eine schöne Sache. Hier Elite 2. Kann man schon gegen spielen. Ich habe die Erfahrung gemacht. Übrigens, wenn man die spielen lässt, dann funktionieren die wohl besser, wenn man die auf 500% laufen lässt, statt auf 1000%. Dann wird es wohl etwas zu schnell, die ganze Sache. Und vielleicht ist auch mein Rechner einfach zu langsam dafür. Ich weiß es nicht. Man kann es theoretisch kann man es machen, dann laufen die halt schneller. Aber der Elite 9 auf 500% lief dann doch deutlich fixer. Ich muss mal beim Elite 11 mal ausprobieren. Der braucht da 15 Sekunden schon für seinen allerersten Theoriezug, aber weiter geht's mit dem Academy. Auch ein schönes Gerät, sehr, sehr einfach zu bedienen. Man kann alle Level frei einstellen, ob man jetzt dem Gerät eine Minute geben will und sich 5 oder eine 2-Minuten-Partie spielen will oder was auch immer. Das ist alles möglich. Einfachste Bedienung, das finde ich so schön an diesem Gerät. Und sah auch schick aus. Ja, hier sieht man es ja, sieht aus wie ein Supermondial im Holzdesign. Ein bisschen wie der Monte Carlo, hat aber eine Punktmatrix und hier geht es weiter mit dem, ja, mit dem MM4, den ich ja auch habe. Deswegen hängt mein Herz quasi ein bisschen da dran. MM4, MM5, die hatte ich ja damals als Originalgeräte erhalten, davon nur noch meine HGs. HG440, HG550, die wohl durchaus, habe ich mal gelesen, selten als Wert heutzutage haben sollen. Deswegen der Reaktivierung dieser Geräte verschuldet hier. Das hier auch in meine Top-Rangliste, weil ich die damals schon hatte. Den Polga hatte ich damals auch schon, aber den hatte ich wohl ganz kurz. Da kann ich mich kaum dran erinnern, an diesen Polga. Der hat nicht diesen Stellenwert wie diese Geräte. Und die Bedienung war auch schön, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, wenn man die ja, halt so oft hatte, dann ist die, kennt man das ja. Und hier nun der Porterus. Ja, ich habe einfach mal einen Richard Ling reingenommen, das waren halt die Wunschgeräte. Ich finde den Genius Pro nicht so gut. Erinnert ein bisschen die Knopfbedingung, erinnert ein bisschen daran. Der hat allerdings nicht hier, was der Pro noch links hat, diese Buttons. Ist ein nettes Gerät, der Pro, aber ja, ich weiß nicht. Der hat zu wenig Möglichkeiten der Einstellung wegen. Und hier jetzt hier das Bild nochmal, wie er original ausgesehen hat. Der Porterus, ja, wer wollte den damals denn nicht haben? Diese Richard Lane Geräte. Und hier der Super Constellation wegen seiner schönen Spielweise, nicht wegen des Gerätes wegen. Ja, ich habe einen Verwandter, beziehungsweise, was sie, der Mann der Schwester meiner Freundin damals, der hatte den Super Constellation. Das war ein schönes Gerät, konnte man auch schön gegen spielen, war ein Kunststoffgerät, hatte aber einen sehr interessanten Spielstil, hat auch schon mal Opferschach gespielt, auch ein bisschen auf Spekulation. Also, ja, gegen Computer war das natürlich nicht so der Knüller. Also bei der WM hat er deswegen natürlich nicht so gut abgeschnitten. Aber selbst dagegen zu spielen, war doch schon eine schöne Sache. Während man dann gleich irgendwann, hier sieht man das Originalgerät. Ist ein schönes Gerät, muss man ehrlich sagen. Halt ohne Display, das ist schade. Aber so, um dagegen zu spielen, ist es ganz okay. Und hier sehen wir noch hier den das ist der Polga, ja, das ist der Polga. Ist halt wieder schematisch dargestellt. Der Mephisto Polga, das ist der Academy-Nachfolger sozusagen. Hatte den Academy in ein Modul gepresst und dann als Polga rausgebracht. Den hatte ich nur ganz kurz. Ich muss ja da zweimal hingucken, weil ja, es ist wirklich nur sehr schematisch dargestellt, das Ganze. Wegen der Punktmatrix war das eine schöne Sache. Man hat quasi alles auf einen Blick gehabt, beide Zeiten. Man hat nicht nur die Computerzeit gesehen, wenn er am Zug war oder umgekehrt, wenn man nur noch Sekunden auf der Uhr hatte, hat man das ja nicht gesehen, wenn der Rechner am Zug war. Dann lief ja nur dessen Zeit und das war hier anders. Man sah beide Zeiten auf einen Blick. So, ich verabschiede mich noch vom Freund des genannten Computerschachs oder gepflegten Computerschachs. Schreibt mal eure Top 5 in die Kommentare. Top 5 Schach.
Computer, wie er das so sieht. Und hier nochmal der Polga als Bild und tschüss, bis zum nächsten Mal.